Grüezi und Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Ja, heute spielen wir mal ein kleines neues Game. Das nennt sich Railroad. Das ist so eine Art Fahrdienstleiter-Simulator, wo man aber auch selber Verträge annehmen kann und auch noch selber Strecken bauen kann, um sein Streckennetz weiter zu erweitern. Ja, wir machen heute ein kleines Let's Play daraus, um, wenn es euch gefällt, schreibt das gerne unten in die Kommentare und lasst auch gerne einen Like da. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video und wir schauen mal rein. Ja, wir spielen die Karte, wo ist sie denn? Hamburg? Wenn ich sie finden würde, hier haben wir Hamburg oder wir spielen Frankfurt, können wir auch machen. Ich bin aber eher dafür, dass wir Hamburg. Naja, wir spielen dann doch Frankfurt. Weil Frankfurt ist etwas leichter als Hamburg. Deswegen würde ich sagen, wir nehmen erstmal Frankfurt. Gut, dann geht's auch schon direkt rein. Hier rein. So, wir haben hier eine kleine Tipp und dann starten wir hier auch direkt rein. Die intelligente Sortierung mache ich mal eben aus. So, dann geht es hier auch schon direkt rein. Hier sehen wir eine kleine Map von den Strecken, die es gibt. Das Streckennetz bauen wir natürlich im Laufe nochmal weiter aus. Genau, also wie das Spiel funktioniert, wie ihr sehen könnt, hier fahren Züge ein. Die werden dann mit diesen Signalen gesteuert. Und wir können die dann quasi hier über das Streckennetz schieben, müssen die dann aber auch selber zum Drehen bringen. Und die fahren dann hier über unser Streckennetz einmal drumherum. Dann gibt es hier solche Verträge, die man abschließen kann. Diese Verträge, denke ich, sind. Ja, was wollte ich jetzt? Jetzt habe ich den Faden verloren. Ich bin. Naja, egal. Auf jeden Fall, man kann diese Verträge hier annehmen. Es ploppen hier neue Züge auf, die man hier einfahren lassen muss, die man dann hier weiter durchfahren lassen kann. Genau. Also direkt zu Anfang, ich bin eher ein Fan davon, direkt alle Stufen auszubauen. Man kann hier nämlich die ganzen Stufen ausbauen. Genau, und das mache ich meistens eher, weil es dann am Ende etwas angenehmer ist, wenn man nicht die ganzen Fahrpläne und sowas umstrukturieren muss. Jetzt habe ich natürlich Signal vergessen. Wenn man nicht die ganzen Sachen umstrukturieren muss, das ist dann immer etwas einfacher. Gut, ich nehme erstmal keine Verträge an, sondern baue hier lieber nochmal ein bisschen aus. Jetzt habe ich überhaupt gar kein Geld mehr. Naja, es kommt ja gleich nochmal Geld rein. Wir können aber einen Blick in die Forschung werfen. Es gibt sogenannte hier Tier Groups, wo man verschiedene Sachen freischalten kann, die im Laufe der Gameplays nochmal etwas wichtiger werden. So Sachen, die mir hier direkt ins Auge springen, sind hier jetzt automatische Zugannahme, automatisches Wenden und automatische Routenführung. Das ist sehr nützlich und sehr wichtig. Auch im späteren Gameplay. Und hier die Fahrplananpassungen werden auch noch wichtig. Ansonsten ist der Rest erstmal, glaube ich, noch ein bisschen zu vernachlässigen. Aber gut, wir lassen das Game weiterlaufen, damit wir hier ein bisschen weitermachen können. Wie gesagt, wir spielen hier in Frankfurt. Und ja, wir bauen quasi unser eigenes Streckennetz hier in Frankfurt auf und
Ja. Gut, da das jetzt etwas dauert, bis wir hier weiterkommen, würde ich erstmal sagen, ich mache hier einen kleinen Cut. Und wenn es dann Neuerungen gibt, dann melde ich mich nochmal bei euch. Bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder. Ich habe ein bisschen weitergespielt. Wir haben jetzt oben 28 grüne Punkte. Dann haben wir 32.000 Geld, was auch immer das hier für eine Währung ist. Genau. Mit dem Geld würde ich erstmal sagen, schalten wir hier in Frankfurt Süd den ganzen restlichen Kram frei. Und dann habe ich mir auch schon überlegt. Oh Gott, dann habe ich mir auch schon überlegt. Gut, machen wir die Musik doch nochmal aus. Dann habe ich mir überlegt, dass wir hier unten nach Neu-Isenburg gehen. Deswegen kaufe ich mir auch schon Neu-Isenburg. Und dann gehen wir auch schon mal in die Forschung rein. Die kann man mit U öffnen. Und das erste, was wir uns kaufen, sind Autoblöcke. Dann haben wir automatische Zugaufnahme. Automatische Bodenführung. Automatisches Wenden. Fahrplananpassung. Überlastung. Und das war's erstmal. Gut, dann kaufen wir uns auch noch die zwei Autoblöcke hier. Und jetzt haben wir Zeit, etwas zu bauen. Und zwar, also wir sehen hier oben Frankfurt Ost. Genau, also ich habe mir überlegt, hier Frankfurt Ost machen wir erstmal im Generellen. Die zwei in der Mitte sind für S-Bahnen und die Außen sind für, wie heißen die, hier für alle anderen Arten von Zügen. Dann das erste, was wir hier auf jeden Fall machen, ist hier schon mal ein Gleis reinziehen. Und dann bis hierhin weiter auszubauen. Bis hierhin und so haben wir Offenbach schon mal ganz ordentlich angeschlossen. Und dann können wir natürlich auch schon etwas weiterbauen. Jetzt geht man natürlich das Geld aus. Da sind diese, ja, 30.000 dann doch ein bisschen weniger. Aber wir können schon mal eine Sache hier machen. Wir können das Anfahrtsgleis hier schon mal auf die 2 setzen. Das können wir schon mal machen. Das Endgleis dann gleich auf die 4 setzen, auf die 3 setzen. Da brauchen wir aber hier noch eine Verbindung. Und ich würde tatsächlich diese Verbindung nur nach Frankfurt Süd würde ich maximal auf das Gleis 5 legen, weil das Gleis 5 so ein Gleis ist, was man eigentlich nicht so viel braucht. So sieht das für mich zumindest aus, weil hier oben nehmen wir Frankfurt Ost und Richtung, was ist denn das da? Richtung dieses Kreuz hier, Richtung dem Kreuz, Richtung Frankfurt Hauptbahnhof und Richtung Stadion. Da würde ich Gleis 1 und 2, die dürfen dort rüberfahren. Gleis 3 und 4 sind dann Richtung Isenburg und Stadion und 5 ist nur zum Halten. Natürlich sind auch das Gleis 3 und 4 nach Offenbach. Aus Offenbach natürlich. So, die Verträge lehnen wir erstmal ab mit dem Rechtsklick, weil ich es zurzeit noch nicht brauchen kann. Da ich die ungerne die Verträge jetzt annehmen würde, so. Du bist auf Gleis 1 angekommen, dann darfst du auf Gleis 2 ankommen. Okay,
öffne ich mit den Kram mal. Und dann bearbeite ich das hier einfach. Das ist dann einfacher. Genau so. Nochmal zum Let's Play. Das Ziel ist es, alle Bahnhöfe so gut wie möglich anzuschließen und ein funktionierendes Netz zu haben. Dabei können wir auf verschiedene Sensoren zurückgreifen, die hier alles automatisieren. Das sind Ankunftssensoren und Abfahrtssensoren, Fahr- und Fahrstraßensensoren zum Beispiel auch. Es gibt hier den grünen Forschungsabschnitt, damit kann man so generelle Sachen zu Signalen und so ein Kram bauen. Und verschiedene Geschwindigkeitsgleise. Da nehme ich direkt auch mal die. Nehme ich mal mit rein. Und dann haben wir hier einen roten Abschnitt, den kriegen wir mit Frachtzügen, Regionalzügen, die man dann irgendwo abstellen muss. Die beiden können wir damit die roten freischalten. Da können wir dann zum Beispiel was wie Tunnel bauen oder Abstellsensoren oder auch ein Depot können wir zum Beispiel dann auch bauen. Das sind so Sachen mit dem Roten. Generell kann man sagen, Grün ist leichter zu erwirtschaften als Rot, weil man bei Rot ein bisschen mehr machen muss. Aber das werden wir im späteren Teil des Let's Plays nochmal erfahren. So, da sieht man schon mal die Zugalerts. Genau. Und ja, gut, dann spielen wir jetzt erstmal noch ein bisschen weiter und bauen nebenher einfach nochmal ein bisschen das Streckennetz weiter aus. Und da fehlt mir natürlich das Geld. Dann mache ich nochmal Pause und ich melde mich gleich nochmal zurück, wenn wir wieder genügend Geld haben. So, da sind wir wieder. Ich habe ein bisschen weiter gespielt. Wir haben jetzt ein bisschen mehr Geld und auch ein bisschen mehr grüne Punkte. Und dann schauen wir mal, wie weit wir jetzt weiterkommen. Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, wir brauchen jetzt hier dieses. Dass diese Rüberfahrstellen, dass wir zu den Gleisen kommen. Und dann haben wir. Ja, jetzt ist meine Festplatte wieder runtergefahren. Das dauert einen kleinen Blick. Auf jeden Fall brauchen wir. Hier ein paar Signale dazu, damit wir die von Offenbach auf Gleis 3 nehmen können und oh, da ist zum Beispiel wieder da. Und damit wir auch auf Gleis 5 kommen können. So, das sieht soweit gut aus. Würde tatsächlich diese Strecke ein bisschen nach vorne nehmen und dann auch dieses Signal ein bisschen nach vorne nehmen. Genau so. Das sieht ganz gut aus jetzt. Dann geht es hier weiter, hier auf die 3, hier auf die 5. Das sieht gut aus, dann kann das so weitergehen. Dann geht es hier auf die 2, dann hier auf die 5 und hier auf die 3. Perfekt. Und das müssen wir natürlich noch immer manuell stellen. Zack. Einmal Fahrplan umändern, 2, 5. 3, 2, 5 und 3. Perfekt. So, lassen wir mal ein bisschen schneller laufen. Dann geht das auch ein bisschen zügiger. Und natürlich forschen wir noch ein bisschen weiter. Wir schalten uns wieder auf Sensoren frei, bisschen mehr Bahnsteige, damit wir gleich noch ein bisschen mehr ausbauen können. Und das war es dann auch. Schon, das ist so das Wichtigste, was ich verändern wollte.
Und hier ändert sich das dann nichts. Gut, hier haben wir aus Frankfurt Ost einen Kommen, den lasse ich mal drin. Und hier haben wir einen. Von von Hoffenbach kommen. Den können wir reinnehmen. Finde ich gut. So nimmt man Verträge an, die werden dann hier unten angezeigt. So. Und das da rein. Perfekt. Das läuft doch hier. So. Perfekt. Ja, dann haben wir gerade Frankfurt Ost gesehen. Den binde ich erstmal noch nicht an. Weil der muss auf Gleis 5 für Offenbach. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll wäre. Naja, okay. Bauen wir erstmal weiter aus. Ja, okay. Bauen wir erstmal weiter aus. Gleis 4. 3 wird angeschlossen. Jetzt habe ich schon kein Geld mehr. Perfekt. So wünscht man sich das. So, die RB kann weiter fortgeführt werden. Die S-Bahn. RB steht ja eigentlich für Regionalbahn, aber. Natürlich. So, da rein. Bumm. Ja, da kommt noch ein Vertrag nach offen von nach, genau, den nehmen wir dann auf 50 rein. Das sieht gut aus. So, jetzt bleibt man still noch mal kurz stehen wegen meiner Festplatte. Aber es läuft. Es läuft, es läuft. So, wo willst du hin? Auch da rein. Wir müssen ein bisschen darauf achten, dass wir nicht zu viele Verträge annehmen. Weil es ansonsten zu voll wird. So. Gut, da kommt schon der neue Zug rein. Mensch, jetzt wird ja richtig Betrieb hier. So. Gut. Da fahren wir rein für. Der kann hier auf Gleis 5 einfahren. Und dann da rein. Genau. Zack, bumm. Hier einmal so rein. Dann haben wir hier ein großes Kreuz, was wir erstmal noch ignorieren. Und ich habe wieder kein Geld, was. Das liebe ich natürlich. Hier haben wir noch einen Vertrag. Der ist noch ein bisschen zu nah, deswegen. Nämlich den da rein. Perfekt. Jo, kannst weiterfahren. Kannst auch weiterfahren. Dann kommst du hier rein. Zack. Und einen weiteren Vertrag. Da hinten sehe ich noch eine Lücke. Um 25. Zack. Rein damit. Die Musik irgendwie laut. Jetzt verengt sich wieder meine Festplatte, kein Bock mehr. Ja, okay. Gut. Da machen wir. Dann passt das soweit. Hier
Hier ist er nach Frankfurt-Offenbach. Das geht auch so weit. Ich denke, ich lehne den trotzdem erstmal noch ab. Weil ich den hier unten ungern auf Gleis 5 runternehme. Aber naja, okay. Kostet noch zu viel. Den nehmen wir gerne. 1, 2. So, dann das da rein, der da rüber. Hier ist richtig Betrieb. Dann kommt noch mal ein zweiter Vertrag dazu, um 35. Ist ja noch ein Slot frei. Ups, hab's vergessen. Ein weiterer Vertrag. Den nehmen wir auch rein. Um 40 ist noch ein Slot frei. Zick. Boom. Zack. Ja, dann nochmal raus. Du darfst gerne rein. Du gehst aufs Gleis. Du gehst aufs Gleis. Und jetzt sollten wir genug haben, um hier unten mal weiter bauen zu können. Warum sind die Gleise eigentlich so teuer? Kostet so viel. Kostet sehr viel. Naja, alles klar. Ich spiele dann erstmal noch ein bisschen weiter und werde euch dann beim nächsten Mal machen wir dann weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen, Wünsche oder Tipps habt, schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.